herzlich willkommen auf der MRS 2015, dem Leitevent zur diskreten Fertigung. Ich bin hier mit Steffen Himstedt, Geschäftsführer bei Trebing und Himstedt Prozessautomation. Herzlich willkommen. Guten Tag. Stellen Sie sich doch bitte kurz vor und erläutern Sie Ihren beruflichen Hintergrund. Mein Name ist Steffen Himstedt, bin eben Geschäftsführer der Firma und auch Co-Gründer seit 23 Jahren. Mein Hintergrund vom Studium her ist Automatisierungstechnik und technische Kybernetik und ich bin heute in unserem Unternehmen für das gesamte SAP-MES-Geschäft und für alle Industrie 4.0 relevanten Themen zuständig. In Ihrem World Café sprechen Sie ja hier über Ihre Vision für Industrie 4.0. Erzählen Sie uns doch was dazu. Ja, genau. Also da haben wir uns einfach ein Thema ausgedacht, dass wir sagen, wir nehmen unsere Teilnehmer des World Cafés einfach mal 10 Jahre auf eine Zeitreise mit und schauen, wie kann das Leben eines Mitarbeiters, eines Werkers in der Produktion im Jahr 2025 aussehen. Wir denken mal, dass sich die Arbeitsinhalte dort wesentlich verändert haben, dass vielleicht auch die Mittel und Tools, mit denen der Mitarbeiter seinen Produktionsalltag gestaltet, sich dort stark verändern. Und das diskutieren wir einfach im World Café, wie sich diese Welt für den Mitarbeiter verändern wird. Das klingt sehr spannend. Welche Prozesse können sich denn Ihrer Meinung nach verbessern mit einem guten MES-System? Ja, MES ist ein weites Feld und man kann an sehr, sehr vielen Stellen eigentlich Prozesse verbessern. Wir gehen jetzt mal von den Anforderungen, die wir aus dem Markt sehen, aus. Sprich, was gibt es für Anforderungen aus Sicht von Industrie 4.0? Da ist natürlich einmal das Thema, dass es individualisierte Produkte gibt, also die berühmte Losgröße 1, die in aller Munde ist. Und das ist eben etwas, was wir denken, was sehr effizient und vielleicht auch nur ausschließlich mit MES unterstützt werden kann. Dann gibt es ein weiteres Thema, das ist das Thema Transparenz. Das hängt sehr stark an den Kennzahlen, das heißt, was ist eigentlich in meiner Produktion los? Da haben viele Unternehmen heute noch Defizite. Mhm. Auch vieles der Datenerfassung ist auch einfach Verschwendung, weil einfach nur Daten in Systeme eingetippt werden quasi. Und was wir eben denken, dass auch das Thema automatisierte Kennzahlenermittlung und dadurch Herstellen von Transparenz im Produktionsprozess, dass es ein weiterer quasi Kernprozess ist, der dort gut unterstützt werden kann durch MES. Ein dritten Prozess, den wir sehen, ist das Thema Rückverfolgbarkeit, weil eben ein immer höherer Anspruch von Kundenseite, Kundenseite oder auch aus dem Markt heraus eigentlich das Thema Rückverfolgbarkeit immer stärker wird. Und auch da ist es wichtig, dass innerhalb des Produktionsprozesses MES gestützt quasi alle Traceability-relevanten Daten aufgenommen werden. Mhm. Welche Herausforderungen sehen Sie im Bereich MES bei Ihren Kunden? Ich glaube, es haben alle heute gesehen, dass das Thema MES sie stark unterstützen kann. Die Frage ist jetzt, wie gehe ich an solche Projekte ran? Und da sehen wir auch oft, dass natürlich so ein MES-Projekt nicht nur ein technisches Projekt ist, sondern sehr viel mit Projektorganisation, mit Kulturwandel im Unternehmen zu tun hat, weil man ja auf einmal Transparenz herstellt, man verändert Prozesse. Und da sehen wir oft, dass die Kunden vielleicht einfach noch umfassender an die Sachen rangehen sollten, stärker prozessorientiert herangehen sollten, nicht so stark als Einzelprojekt mit einem Einzelproblemlösungsansatz, sondern eher eine, ich sag mal, umfangreiche Problemlösungssicht auf das Ganze bekommen sollten. Dadurch kann man auch, glaube ich, den Nutzen von MES einfach noch stärker erhöhen und eben nicht so sehr Fokussierung, ich habe jetzt genau dieses tagespolitische Problem und das möchte ich mit MES lösen, das greift dann in der Regel zu kurz. Und da versuchen wir einfach, den Kunden mitzunehmen und zu sagen, versucht den Rahmen ein bisschen größer zu ziehen, wenn am Ende des Tages auch ein konkretes Einzelprojekt realisiert wird. Ja, welche neuen KPIs könnten denn Ihrer Meinung nach bestimmt werden und wie viel Transparenz ist nötig, um eine effiziente, verbesserte Fertigung zu erreichen? Ja, transparent ist tatsächlich, wie ich gesagt habe, auch am Anfang, das ist ein Dreh- und Angelpunkt. Mhm. Wir sagen immer, das ist eigentlich eine Basisfähigkeit. Wenn ich mich verbessern möchte, muss ich überhaupt erstmal eine Basis haben, auf der ich mich verbessern möchte. Das heißt, Transparenz ist eben ein extrem wichtiges Thema. Was wir sehen ist, dass in vielen Unternehmen heute keine Transparenz herrscht. Das heißt, mit MES kann ich überhaupt erstmal sagen, wo stehe ich? Das ist der erste Schritt und das ist für viele Unternehmen ein ganz großer Schritt, diese Transparenz in Echtzeit auf Basis von Kennzahlen herzubekommen. Und das sind klassische Kennzahlen. Das sind die Durchlaufzeit, das ist ein typischer OEE oder vergleichbare Kennzahlen. Das heißt, da muss eigentlich nichts Neues erfunden werden. Es muss bloß automatisiert ausgewertet, aufbereitet und dargestellt werden. Und dann gibt es sicherlich aus dem Thema Industrie 4.0 auch noch Dinge, wo man sagt, da verändert sich vielleicht auch die Bedeutung der Kennzahl. Vielleicht ist OE nicht mehr das Wichtigste, weil vielleicht Auslastung nicht ganz oben steht, sondern es steht vielleicht die Lieferfähigkeit sehr kurz zu liefern im Fokus. Das heißt, da kann man sagen, okay, wie schnell bin ich in der Lage, ein Losgröße 1, also ein kundenindividuelles Produkt überhaupt zu liefern?
oder der Kunde sagt, ich möchte wissen, wie viel Energie in das Produkt reingegangen ist, sodass ich vielleicht eine Kennzahl brauche, Energiekosten pro Stück, die ich auch dem Kunden noch nachweisen muss. Das heißt, es werden sich sicherlich die Kennzahlen nicht grundlegend ändern, es werden einige neue hinzukommen, aber die Bedeutung zwischen den Kennzahlen, worauf ich fokussiere und auch optimiere, das wird sich sicherlich ändern. Ja, es gab hier unterschiedlichste Themen auf der MRS 2015. Wenn wir einen Blick in die Zukunft werfen, was denken Sie, wird in Zukunft wichtig sein? Was ist vielleicht eher Hype und welche Themen werden Realität? Um ehrlich zu sein, ich denke, keines von diesen Themen ist ein Hype. Es wird vielleicht sich anders darstellen, auch anders anfassen dann in der Zukunft. Aber ich glaube, es gibt so ein paar Grundthemen. Das eine Grundthema ist, dass man sagt, ich muss mich komplett durchgängig IT-technisch vernetzen. Das ist also eine ganz klare Aussage, dass man ohne IT in der Produktion und ohne starke Integration in der Produktion einfach kein Produkt mehr rauskriegen wird. Also das heißt, das ist, glaube ich, ein Trend, der nicht nur Trend ist, auch kein Hype ist, sondern der stattfinden wird. Wo man sicherlich die Frage haben muss, und das haben wir auch unsere Kunden im World Café beispielsweise gefragt, ist, dass man sagt, okay, werden jetzt alle mit Google Glasses rumlaufen, wird es ein Tablet sein, wird es ein Smartphone sein? Also wie sich das genau darstellen wird, da gibt es sicherlich noch Spielraum. Wir denken, es wird ein mobiles Gerät sein, aber ob es eben eher das Smartphone, das Tablet oder vielleicht ein Google Glass ist, das ist in der Tat noch offen. Ja. Wie war denn Ihre bisherige Erfahrung auf der Konferenz? Was denken Sie, können Sie mit nach Hause nehmen und wie hat es Ihnen bisher gefallen? Ja. Ja, ich sag mal, als Experte in dem MES-Umfeld starten wir jetzt nicht bei Stunde Null. Das heißt, bei uns geht es vor allem darum, Trends und Veränderungen zu erkennen in der Konferenz. Wir waren ja auch im letzten Jahr schon da, wir sind eben gerne wiedergekommen, weil wir einfach sehen, es gibt hier sehr spannende Diskussionen, es gibt sehr spannende Vorträge und wir achten sehr darauf, wo verändert sich ein Schwerpunkt in der Wahrnehmung. Dass man sagt, okay, ist das Thema Mobile, ist das Thema Kennzahl, wie verändert sich in diesen Themen der Schwerpunkt bei den Kunden? Und das ist das, was wir auch auf dieser Konferenz sehen, dass sich gewisse Trends verstärken und das versuchen wir natürlich aufzugreifen. Ja, dann hoffen wir natürlich, dass wir Sie nächstes Jahr ein drittes Mal auf der MRS 2016 begrüßen dürfen und ich wünsche Ihnen erstmal weiterhin viel Spaß und danke Ihnen für das Gespräch. Ja, vielen Dank. Ich bin sehr gefreut. Tschüss.